Warnung, die im nachfolgenden Video gezeigten Inhalte sind für Zuschauer mit Emetophobie oder einer Empfindlichkeit gegenüber Erbrochenem nicht geeignet. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und wir haben wieder was entdeckt, beziehungsweise wollen wir wieder eine kleine Challenge machen und ich habe keine Ahnung, auf was ich mich da überhaupt gerade einlasse, denn ich war unterwegs im Rewe und dann habe ich das hier gefunden. Habt ihr sowas schon gesehen? Kanne Brottrunk für eine gute Gesundheit, ne? Die Firma heißt Kanne und das Objekt der Begierde ist ein Brottrunk mit Vitamin B12, nicht pasteurisiert. Ein Gärprodukt mit lebenden Milchsäurebakterien, welche aus dem Fermentationsprozess von Bio-Vollkornbrot, hauseigenem Natursauerteig sowie Wasser entstehen. Also, ihr trinkt im Prinzip hier vergammeltes Vollkornbrot und die Bakterien, die dabei entstanden sind. Ich zeige euch das jetzt nochmal, wenn ich das von hier so filme. Kanne Brottrunk für eine gute Gesundheit, ne? Ein Gärprodukt mit lebenden Milchsäurebakterien, welche aus dem Fermentationsprozess von Bio-Vollkornbrot, hauseigenem Natursauerteig sowie Wasser entstehen. 0,75 Liter ist auf jeden Fall Bio. Originalkanne, ne? Ja, das sieht ja aus wie eine Karawanne oder was, also eine, oder wie das Ding heißt. Auf jeden Fall ist das bestimmt richtig räudig und sind 0,75 Liter. So, ich möchte das jetzt erstens einmal kurz öffnen. Da können wir ja hier mal diesen ganz professionell hier, zack, einmal drumrum. Sieht aus wie eine Mega Deluxe Ketchup Flasche. Dann weiß ich nicht, schüttelt man das nicht. Jetzt fliegt da der Nebel drin rum, beziehungsweise das vergammelte Zeug. Wir machen die jetzt einfach mal auf. Hat nicht geknallt, nicht geknackt, gar nichts. Jetzt ist sie auf. Wir riechen einmal dran. Riecht irgendwie richtig süß. Süßlich. Jetzt riecht es nach Käse. Kann vielleicht sein, weil ich vorhin Käsebrot gegessen habe. Wir wollen trotzdem davon jetzt erstmal einen kleinen Schluck nehmen zum Probieren. Okay, schmeckt etwas säuerlich, schmeckt, also es riecht so nach nichts, es riecht angenehm, beziehungsweise eigentlich riecht es auch nicht angenehm, eigentlich ist es richtig räudig. Ich weiß auch nicht, wozu man das nimmt oder isst oder, achso, Kanne Bio-Brottrunk wird zu den Mahlzeiten pur oder gemischt mit Säften oder Wasser getrunken. Also ihr könnt es zu den Mahlzeiten trinken, ihr könnt es pur trinken, ihr könnt es gemischt trinken mit Säften, mit Wasser. Bei einer Portionsmenge von 750 Milliliter decken sie 40% der Referenzmenge am Vitamin B12. Ihr müsstet also 2,5 solche Flaschen trinken, damit ihr euren Vitamin B12-Haushalt gedeckt habt. Vor Gebrauch wird der Bodensatz kräftig aufgeschüttelt, nach dem Öffnen stehend lagern und innerhalb von 2 Tagen oder im Kühlschrank innerhalb 8 Tagen aufbrauchen. Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise. Na, dann kann das ja jetzt nichts Schlimmes sein, auch wenn es eigentlich riecht es wie vergammeltes Bier, so richtig säuerlich so und einfach nur dieses ganze Hefezeug. Ja, das passt ja irgendwie auch. Mir riecht es auch ein bisschen nach Käse und nach Wurst. Irgendwie riecht es, als wäre das Vollkornbrot, was vergammelt ist, nicht nur Vollkornbrot, sondern als wäre da alles andere mit drauf. Wir wollen jetzt mal probieren, ob wir diese ganze Flasche 0,75 auf Ex trinken können. Ich habe mir hier auch schon einen Eimer hingestellt, falls es wirklich zum Äußersten kommt. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber ich finde, wer macht denn hier so räudige Musik? Auf jeden Fall finde ich, dass man dieses Gurkenwasser viel besser trinken konnte. Das hat wenigstens gut geschmeckt. Oder das Pfefferonwasser, das war wenigstens auch nicht so viel. Es ist wirklich säuerlich und komisch. Also
dann nominiere ich am besten gleich wieder Natururin und Manns Haulwurf und Fladdy. Dass sie das auch mal machen, habe ich, wie gesagt, aus dem Rewe Kanne Brottrunk. Erkundigt euch mal. Vielleicht findet ihr sowas. Die Brottrunk Challenge. Wer schafft es, eine Flasche Brottrunk auf Ex zu trinken? Problem ist, ich habe eben noch eine Folge Ramses Kitchen aufgenommen, habe da 4 Limonaden getestet und habe dann eine Dose 5-0er Dosenbier auf Ex getrunken. Mir ist von Haus aus schon schlecht. Ich will mal gucken, wie viel passt noch in den Magen rein. Wir sagen einfach mal Prost, Grüße gehen raus und macht das nicht zu Hause nach. Überlasst das den professionellen Leuten, also Natururin, Flatti und Manns. Oh, Adi ist auch schon am Start. Guck, da ist der Adi, der sitzt schon da, der passt auf mich auf. Der drückt mir die Pfötchen, sage ich mal. Wir probieren jetzt und gucken mal, wie weit wir kommen. Es ist auf jeden Fall leer. Oh, das war so schlimm, wenn ihr atmen musstet. Während ihr getrunken habt, finde ich, ging es sogar noch. Erst dann, wenn man atmen musste und diesen ekligen Geruch von diesem säuerlichen Zeugs in die Fresse bekommen hat, da war es besonders schlimm. Das sieht doch gut aus. Der Kannenbrottrunk. Jetzt ist was raus. Alles klar. Also ich nominiere trotzdem Natururin, ich nominiere Fladdy und Manns Haulwurf, trotzdem einfach mal so eine Flasche zu trinken. Mal gucken, ob die das auf Ex schaffen. Und ob ihr danach brecht oder nicht, ist egal, wenn es euch schlecht wird. Lasst es lieber raus, sage ich mal. Mir geht es jetzt auf jeden Fall deutlich wieder besser, man sieht das ja auch. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses, frisch an B-Vitamin 12. Vitamin B12. Gesünder geht's auf jeden Fall nicht.